hat es einen Reverend gegeben. Der Pfarrer, der ist sehr gern auf die Entenjagd gegangen. Und er hat es wirklich mühsam gefunden, dass wenn es genieselt hat, dass er dann eben eine Flinte hatte bei einem Steinschloss in dieser Zeit, anfangs vom 19. Jahrhundert, und er nicht abgegangen ist. Und er hat überlegt, was gibt es da für eine Möglichkeit, dass ich ein Schloss habe, wo, sagen wir mal, allwettertauglich ist. Nicht gerade fester Regen, aber wenn es ein bisschen nieselt und feucht ist, dass es trotzdem funktioniert. Ah, wunderbar, danke vielmals. Da wäre jetzt sein Patent. Er hat nämlich Folgendes herausgefunden. Also sonst sieht es ja alles tiptop wie bis anhin aus. Bloß was neu ist, ist das hier. Er hat herausgefunden, dass man das Knallquecksilber, wo es eine Art schon seit 1780 gefunden worden ist, auch für so etwas gebraucht werden könnte, dass man auf der Rückseite so ein Döschen machen könnte, das da rein tun und nachher, wenn man das umkehrt, dass ein gewisses Mass auf dem Röhrli, wo wie so ein Händchen offen war, würde darauf Platz finden, sodass man so etwa gleich viel reingegeben hätte für etwa 20 bis 30 Möglichkeiten, um das Abschiessen zurückbehalten würde. Und wenn man das dann umgekehrt hat, das Rest von dem Fläschchen da unten dabei bleibt und abtrennt ist von dieser Menge, die man hier oben eingefüllt hat, und man mit einem Stift draufschlägt, dass nachher das Knallquecksilber sich da innen würde entzünden und die entsprechende hinterliegende Ladung auslösen. Und da war eine Art der Vorläufer, das sogenannte Forsythe-Gewehr, wo er auch ein Patent darüber gekommen ist. Und am Sonntag war die Jagd gerettet. Das Wetter war eigentlich ziemlich egal. Es ist dann aber nicht wirklich gross verbreitet worden. Insbesondere Armeeaufträge sind ihm verwehrt geblieben, weil viele Offiziere haben das nicht so lustig gefunden und sie haben das Gefühl gehabt, es sei zu fein und zu feinöckelig, als dass man das jedermann könnte jeder Truppe abgeben. Da ein ganz spezielles, schönes Exemplar, das auch ein wunderbarer Schaft hat, der entsprechend geschaffen worden ist. Peter? Ja, ich möchte dir dazu sagen, es hat nur ein Problem gehabt. Weil ja da innen ist dann da der Pulver auf einer Fläche übergelegen. Wenn einer das schnell gedreht hat, dann hätte es nicht eine Abschere geben und hätte dann eine Explosion geben können. Und darum, da innen, oder? Und darum ist dann da unten dran ein kleines Lederstückchen drin, damit da unten der Schuss unten rausgegangen ist und nicht irgendwie der Schütz verletzt hat. Aber sonst geniale Einrichtung war. Der Hahn ist noch gespannt, gell? Ja. Der Hahn ist noch gespannt. Ah ja, okay. Man hätte darüber auch andere Möglichkeiten versucht, die Zündung zu verbessern, zum Beispiel mit so wie man das von den Klebsli-Pistolen her kennt, also einzelne Böllchen. Das hat sich dann auch nicht so bewährt. Man hat dann versucht, mit diversen anderen Möglichkeiten und ist dann auch auf das heute bekannte Zündhütchen gekommen. Was wir jetzt hier haben, also das Zündhütchen ist nichts anderes als, ihr müsst euch vorstellen, wie ein Hütchen, ja, wenn ich das hier eins anhabe. Und im Boden hinein hat man nichts anderes gemacht, als man hat versucht, ein schnell sich entzündendes Pulver drin hinein zu leimen. Es war eine sehr undankbare Arbeit, weil die Sachen sind sehr oft abgegangen und es hat viele Verletzungen gegeben. Heute hat man ein anderes Zündmittel gefunden, das man hier industriell herstellen kann. Was wir hier haben, das ist Infanterie- oder Artilleriegewehr vom Kanton Bern mit Auszügerarmatur. Es war ein Steinschloss konzipiert und nachher umgebaut worden nach 1842 zu einem Perkussionsgewehr. Das sollte wahrscheinlich schon funktionieren. Die Abänderung, insbesondere in den 1840er Jahren in ganz Europa,
haben die Steinschlossen ab, die sehr günstig war, zum Schiessen damit abgelöst durch das Perkussionsgewehr. Das Teure daran war eine Art nicht unbedingt die Abänderung, sondern das zusätzliche Hütchen, das man kaufen musste. Es hat sich aber durchgesetzt und ist noch gebraucht worden bis am Ende der 1860er Jahre. Können Sie noch etwas sagen über Schiusspulver? Was ist das? Woher kommt das? Wie gewöhnt man das? Also Schiusspulver setzt sich zusammen aus viel, also ich weiß nicht, etwa 60% Kohle, Holzkohle, dann Schwefel und Salpeter. Was man weiss ist, dass Schwarzpulver sehr viel in China vor über 1000 Jahren schon gebraucht worden ist, aber nicht unbedingt um etwas zu explodieren, sondern um wie eine Rakete vorwärts zu befördern. Die Benutzung als Schiusspulver, wo man einen Knall hat, würde mitmachen, um auch ein Geschoss vorzubringen, ist wahrscheinlich eher in Europa entstanden. Es ist nicht klar, wo es wirklich zuerst hergestellt worden ist. Es gibt von Walter von Milete eine Abbildung, wo eben mit so ganz frühen Sachen etwas gemacht worden ist, wo man können sagen, da handelt es sich um eine Schusswaffe, um eine Schusswaffe. Wenn man jetzt in China oder auch im alten Rom oder im Ausgangsalter Rom eine Art mehr zum für produzieren oder wegwerfen braucht hat, ist es in Europa dann mehr im Ende des 14. Jahrhunderts jetzt wirklich als Triebmittel benutzt worden, für ein Geschoss weg zu katapultieren. Hergestellt worden ist nach überall in Europa, in der Schweiz hat es bis vor etwa 70 Jahren sicher ein halbes Dutzend Pulvermühlen gegeben. Man hat dann das fein gemahlen, gemischt. Danke, Ueli. Das ist gut. Funktioniert. Ja, sehr gut. Gemischt und dann wieder getrocknet und dann die einzelnen Bröcken, die dann gemischt waren, nochmal gemahlen. Es ist eine sehr risikoreiche Arbeit gegeben, weil sehr oft sind die Sachen dann auch wieder explodiert. Und man durfte nur Gegenstände benutzen, sei es nur Stein oder Kupfer, ja nie Eisen, dass es möglichst vor Funken geschützt war. Danke. Thank you.